So, das heißt, das müsste das Gebäude hier sein. Torm ruft euch zu. Torm ruft euch zu. Was immer ihr wünscht. Also gut. Wo soll ich euch meine Fähigkeit leichtfüßig und so? In ein paar Mephiten reinzurennen ist schon mal kein guter Anfang. Schriftrollen sind dafür etwas Schöneres. Ich entsinne. Yoshimo ist bereit. Gibt's hier eigentlich auf dem Tisch noch was Interessantes? Nur ein Zauberspruch. Was kann ich tun? Ich wollte eigentlich gerade fragen, wo ist Aries Inventar hin, aber sie hat ja nicht mehr viel. Es soll geschehen. Sodesh, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Schwächeformel, okay. Ja, wenn ihr es wollt. Golems. Natürlich. Ein Stein und wahrscheinlich ein... Noch ein Stein-Golem, okay. Wert auf. Ich habe getroffen. Ja, gut. Ich denke, sehr gut. Ja! Ein Edelsteinchen und Geld. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja. Ah, die sollte ich für Notfälle aufheben. Das könnte jetzt etwas dauern. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Hoffentlich ist er doch gewillt, mit uns zu reden. Sagt, was ihr von mir wollt. Halt, wie könnt ihr es wagen, mich bei meinen Studien zu stören? Entschuldigt mich, ich muss zusehen, dass ich weiterkomme. Damit dann raus mit euch, bevor ihr meine mächtige Magie zu spüren bekommt. Sagt, was ihr von mir wollt. Ihr wurdet gewarnt. Jetzt werde ich Getras mit euch verfahren, wie ihr es verdient habt, um Wissen des Bauernpack. Okay. Ich erwarte eure Anweisungen. Meine Waffe hat getroffen. Nicht mal ein Kratzer. Meine Waffe ein Angriff. Eine Fütterung. Gib mir ein größeres Schwert. Ja, Phantomtor. Mortis. Gib mir ein größeres Schwert. Ich habe keine Glück. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob er böse ist. Ich bin bereit. Na toll. Ich bin, wenn es von Nutzen ist. Wo habe ich das letzte Mal richtig gespeichert? Da habe ich einen Quick Save gemacht. Wo war der Quick Save? Da war ein Autosave, da war ein Quicksave, den habe ich, glaube ich, etwas später gemacht. Weil vielleicht kann ich ja, ja. Nee. Weil ich habe jetzt herausgefunden, dass er nicht böse ist, also eigentlich sollte ich ihn nicht töten. Und vielleicht kann ich hier so den Bug mit dem Typen draußen ja noch umgehen. Da ich ihn ja aus Versehen angeklickt hatte. Ja, er kommt.
Er hat aber irgendwie nichts zu sagen. Fragt nur. Was immer ihr wünscht. Gut, was passiert, wenn ich mich gegen Edwin stelle? Das ist jetzt die große Frage. Naja, meine Hoffnung, mit dem Magier zu reden, hat sich in Luft aufgelöst. Natürlich. Und ja, wie gesagt, an bestimmte Nebenquests kann ich mich halt nicht mehr ganz so gut erinnern. Ich wusste doch, dass es Edwin war. Ich bin Edwin Odesseron. Da ihr offenbar eher gesehen des einfachen Gemüts seid, dürft ihr mich auch als Sir ansprechen, damit eure Zunge nicht über die etwas komplexen Silben meines Nachnamens stolpert. Ja, bla bla bla, das ist nicht dringend keine Chance. Es benehmt ihr euch aber wirklich dumm. Ihr habt sogar noch weniger Wert für die Gilde, wenn ihr diesen einfachen Auftrag verweigert. Da hatte ich doch mehr Gehorsam erwartet. Wir werden es tun, aber ich werde versuchen, eine weniger schreckliche Lösung als die von euch vorgeschlagene Folter zu finden. Findet einen anderen, der eure Drecksarbeit für euch erledigt, Feigling. Zwei können ein Geheimnis bewahren, wenn der eine davon tot ist. Macht euch bereit für das letzte Gericht. Ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Niemand legt sich ungestraft mit den Schattendieben an. Hey, was? Safe-Schlüssel? Ich werde euch erledigen. Die Rache ist mein. Naja gut, wir haben immer noch das Autosave. Ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Oh, was für eine Robe hat er eigentlich? Keine große. Nun gut. Eine Robe des Abenteurers. So eine trägt. Rüstung gegen Fernkampfwaffen, gegen Odemwaffen. Und die da hat Rüstung. Gegen Wuchtwaffen. Nee, da ist Fernkampf und Odemwaffen besser. Ja, was möchtet ihr? Erzählt mir. Es ist aber die super Frage, wo ist dem sein Safe? Fragt nur. Keine große Herausforderung. Weil hier hatten wir alles geknackt. Die Dien schon erledigt. Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze. Und das hier war ja eine falsche Tür, hatten wir festgestellt. Nun gut. Das ist ein Metallschlüssel von einzigartiger hochwertiger Fertigung. Seiner Form nach zu urteilen, kann man das Schloss, zu dem es gehört, unmöglich knacken. Ja, und hier war halt. Ich war aber gerne. Nichts. Genau. Ja, wenn ihr es wollt. Die Türen hier hatten wir alle geknackt und mit die Fallen entschärft. Hier drüben hatten wir auch alles.
Mavas Brief. Ein Brief von Maver an die Nachtmesser, in dem diese Möchmer den Auftrag erhalten, Renner Bootscrap zu töten. Das ist genau die Art von Beweis, die Renner benötigt. Jo. Da hat es sich wirklich gelohnt, lieber Edwin umzubringen. Da Edwin eher ein Scharlatan ist. Stiefel der Diebeskunst. Leise bewegen im Schatten verstecken. Na, das... Doch Stiefel für dich. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, jetzt verlassen wir klammheimlich diese Gilde. Euer Wunsch ist mein Begehr. Und berichten Renal Blutskype. Ja, was auch immer das Problem mit dem Typen war, wahrscheinlich werden wir ihn irgendwann wiedersehen hier. Und da hat er mal was zu sagen, so wie die Hafner im Regierungsviertel. Ja, ich erinnere mich dran, ich habe das letzte Mal, als ich privat gespielt habe, auch so gemacht, dass ich Edwin getötet habe. Ich wollte aber mal sehen, ob es noch eine Alternativmöglichkeit gibt, außer den Magier zu töten. Natürlich können wir immer noch wieder hingehen und ihn ausrauben. Keine große Herausforderung. Weil er ist ein verhüllter Magier, also von daher... So, Renal. Ja, ich bin noch hier. Ah, Talisa, ich habe die Beute von einem kleinen Unterfangen gezählt, das wir erst vor kurzem zu Ende gebracht haben, und dabei an euch gedacht. Ich habe dabei lächeln müssen, so war mir Musk helfe. Ihr werdet doch mit euren Worten dieses Lächeln nicht zum Verschwinden bringen. Habt ihr mir vielleicht Neuigkeiten gebracht? Habt ihr mir Beweise für mir was... finstere Machenschaften gebracht, erzählt Talisa. Ja, die Schriftstücke enthalten die Beweise, die ihr benötigt. Es scheint so, als ob sich Mewa mit den Nachtmessern zusammentun wollte. Ist dem so. Das kommt recht unerwartet. Glücklicherweise reicht das völlig aus, um Mewas Schicksal zu besiegeln. Ich danke euch für diese Beweise, Talisa. Nur der letzte Teil unseres Handels muss noch ausgeführt werden. Geht und beseitigt mit meiner Billigung Mewa. Tut das und ihr habt euren Auftrag endgültig erfüllt. Nun gut, ich werde diesen Abschaff für euch eliminieren und dann zurückkommen. Das nenne ich Sportsgeist. Ja. Für Renner ist der Brief, den ich ihm gebracht habe, genügend Beweis, um Mewas Schicksal für besiegelt zu erklären. Er hat mich damit beauftragt, das Leben des Gildenmeisters zu beenden. Nachdem die schmutzige Tat getan ist, soll ich zu Renner zurückkommen und meine Belohnung in Empfang nehmen. Ich bin ja, das machen wir, weil soweit ich weiß... Ist Renal Blutskype böse? Gut. Was nicht anders zu erwarten ist von den Schattendieben. Erzählt mir mehr davon. Aber ja, Mewa ist auch böse und Renal Blutskype, der hält sich wenigstens ein bisschen an die Spielregeln. Wir können halt damit nur erkennen, ob jemand böse ist oder nicht. Nicht welche... Ja. Erstgesinnung hinter den Leuten steckt. Lass mir sehen, was ihr habt. Erstmal gucken, ob sie irgendwas Nützliches für uns hat. Nicht wirklich. Das Zepter der Auferstehung will ich behalten. So. Jetzt kommen wir zu dem mehr oder weniger gecheateten Teil. Ich verkaufe die beiden. So. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Quicksave habe ich gemacht. Jetzt wird der Trank des Meister, der Meister-Tibes-Kunst getrunken. Ihr braucht meinen Rat. Leichtfüßig und so. Ich habe etwas an mich genommen und keiner hat's gemerkt.
Ja, Taschendiebstahl erfolgreich. Wir müssen erstmal ein bisschen Platz machen. Denn wenn wir gezielt klauen wollen, dann müssen wir schon das so machen. Und da haben wir unser Glück überspannt. Gut.